Hey Leute, Dennis hier, herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show 1039, heute am 21. Dezember. Noch 3 Tage bis Weihnachten. Alter Schwede, habe ich schon Geschenke? Ich weiß es gar nicht. Nicht genug, glaube ich. Aber ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende und haben heute wieder ein paar spannende News hier. Zum einen, ja, müssen wir uns mal über einen Bitcoin-Entwickler unterhalten, der ja, mal ebenso 1,3 Milliarden Dollar an Bitcoin viel zu früh verkauft hat. Und wir müssen über das Ledger Leak sprechen, denn da, ja, gibt es auch krasse Infos und wahrscheinlich demnächst weitere viele Phishing-Versuche. Wir starten mit dem Preis und der Bitcoin leuchtet grün, das ist schon mal gut. Und wir haben ja gestern ja über die 24.000 mal drüber geguckt und stehen immer noch kurz davor. 23.934, also absolut bullish. Der Bitcoin hält sich auf einem echt heftigen Niveau und mal gucken, wie dieser Dezember, wie dieses Jahr abschließt. Auf jeden Fall sehr, sehr stark. Aber erstmal eine interessante Story, nämlich von jemandem, der sagt, hey, ich wäre jetzt ein Milliardär, hätte ich meine 55.000 Bitcoins nicht verkauft, die ich damals auf meinem Laptop 2009 bis 2010 gemeint hatte. Das ist die Aussage von Matti Malmi, ein Finne, vielleicht kennt ihn einer der ja ganz frühen Bitcoin-Developers, sein Spitzname Sirius, ja, der ja ist wirklich hier in einer Situation, wo einem so ein bisschen anders werden kann vielleicht auch, ja. Und er hat da ein bisschen mal drüber geschrieben, er hat zwischen 2009 und 2010 auf seinem Laptop, wo Bitcoin fast eigentlich keinen Wert hatte, über 55.000 Coins gemeint und er hat gesagt, im Oktober 2009 musste er über 5.000 Bitcoins für 5 Dollar verkaufen, dann hat er 30.000 BTC in einem Exchange verloren, ja, das ist auch ziemlich übel, ja, damals war das halt nicht so schlimm, na, verlierst halt mal 30.000, okay, was willst du machen, ja, und er hat gesagt, den Rest wollte er eigentlich hodeln, aber dann musste er 2012 auch da wieder viel verkaufen, weil er arbeitslos war und keinen Job gefunden hat und es doch länger gedauert hat und hat natürlich noch ein bisschen was in Bitcoin gehalten, aber natürlich nicht solche Summen, wie er damals hier hatte und nichtsdestotrotz, der ein oder andere kennt ihn vielleicht von seiner Story, von seinem Apartment in Helsinki. Er hat nämlich ja 10.000 BTC in 2011 verkauft, um ein Apartment dort in Helsinki zu kaufen. Er sagt, heute wahrscheinlich das teuerste Studio-Apartment in der Welt. Vor allem, wenn man jetzt den Preis von knapp 24.000 Dollar da drunter legt. Und die 55.000, die er ursprünglich mal hätte, hatte hier über 1,3 Milliarden Dollar an Wert. Das ist natürlich ziemlich crazy. Er sagt aber selber, hey, ich habe hier nichts bereut. Und es ist auch nicht so schlimm, wie es sich eigentlich anhört. Es ist ja nicht so, dass er die 1 Milliarde über Nacht verloren hat, denn es waren kleine Summen, die er damals verloren hat und hat natürlich gedanklich auch damit schon abgeschlossen und war mega happy, dass er sich mit 22 von seinen Bitcoins ein Apartment kaufen konnte und er war einfach ja irgendwie so glücklich auch, dass Satoshi ihn einfach darum gebeten hatte, seine Node einfach am Laufen zu halten, damit das Netzwerk einfach gestärkt wird und klar, die Bitcoins, die er verdient hat, hat es auf jeden Fall nicht bereut und solche Stories, Leute, immer wieder gibt es diese Stories. Auch der CTO von Ripple, David Schwartz, der hat mal 40.000 Ether bei 1 Dollar verkauft mit einem Plan, mit dem er seiner Frau gemacht hat, also auch das ziemlich, ziemlich crazy. Und das ist auch etwas, ja, was ich immer wieder erlebe, wenn ich mit Leuten spreche, die schon lange bei Bitcoin dabei sind. Vielen geht es ähnlich. Ganz, ganz, ganz wenige Leute hatten damals wirklich diese Weitsicht, um einfach zu sagen, ich hodl meine Bitcoin ja immer weiter bis zum Ende. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat niemand erwartet, dass der Bitcoin mal über 24.000 Dollar ist. Lest mal in den alten Forenbeiträgen, ja, wie es war früher, die Stimmung in der Bitcoin-Szene, wo es dann hieß, ja, wenn der Bitcoin mal Parität mit dem Dollar erreicht, wenn der Bitcoin 1 Dollar wert ist, dann sind wir schon richtig weit vorne. Ja, jetzt stehen wir bei knapp 24.000 Dollar. Es hat sich viel getan.
Zweites Thema ist der Ledger Data Leak. Ja, letzten Juni hatte Ledger ja ein kleines Problem. Es sind ja einige E-Mails der Kunden geleakt und einige ist gut, Millionen E-Mails. Und einige Datensätze hatten sogar noch ja, Telefonnummern und sogar die Adressen, die Lieferadressen für den Ledger. Also ja, ziemlich krasse Daten, weil alle haben einen Ledger. Und natürlich macht es sie dadurch angreifbar. Und in den letzten 24 Stunden ist das jetzt wieder ein bisschen stärker aufgetreten, diese ganze Ledger-Geschichte. Denn, was ist passiert? Diese ganze Datei wurde auf einem Forum gepostet zum Download, zum kostenlosen Download für jeden. Ja, über 1 Million Adressen sind hier, E-Mail-Adressen sind hier jetzt in dieser Datei dabei und in ja, einer ganzen Anzahl von über um die 9500 Kunden, da gibt es sogar komplette, ja, die komplette Adresse inklusive Telefonnummer. Und das ist natürlich ja extrem übel für so Phishing-Attacks, für so Hacks. Ich hatte schon mal darüber berichtet, über ja, die ein oder andere Phishing-E-Mail von Ledger, die den Anschein machte, dass sie irgendwie echt ist, wo man die Leute dann aufgefordert werden, ihren Seed auf irgendeiner Webseite einzugeben. Leute, macht das niemals auf irgendwelcher Webseite, ja, eure Seeds dort einzugeben. Geht immer auf die offiziellen Kanäle, offiziellen Webseiten und dann ja, seid ihr da auf der sicheren Seite. Wie viele Leute jetzt schon hier Coins verloren haben, ja, das ist natürlich schwer herauszufinden. Aber es ist natürlich eine ziemlich krasse Geschichte und da das jetzt kostenlos hier im Netz rumschwirrt, ja, müsst ihr einfach mal darauf achten, wenn jetzt verstärkt irgendwelche E-Mails von Ledger oder irgendwie so in der Richtung kommen, wo irgendwelche Sachen gefordert werden, ja, also da wirklich vorsichtig sein, dass ihr nichts da irgendwie macht, was ihr später bereut und eure Coins verliert, also immer auf die offiziellen Kanäle gehen. Ledger hat sich dazu geäußert, die sagen, ja klar, wir wollen natürlich, ist die Privatsphäre wichtig unserer Kunden, wir tun alles dafür, dass sowas nicht mehr passiert in Zukunft und haben weitere Sicherheitsmechanismen implementiert und so weiter und so fort, aber es ist schon ein ziemlich krasser Leak, eine ziemlich krasse Situation, sowas und mal gucken, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hier noch passiert, ob wir da jetzt vermehrt Fälle hören von Leuten, die hier einfach, ja, ihre Coins verlieren. Und ich sag mal so, viele Leute, die sich ein Hardware-Wallet kaufen, die machen es ja auch oft, weil sie ein bisschen größere Summen auf dem Hardware-Wallet hinterlegen wollen, die sie vielleicht ein bisschen länger halten. Also ist auf jeden Fall eine Gefahr und da müssen wir einfach mal im Auge behalten. Also Leute, immer Achtung, was hier abgeht mit dem Ledger und immer über die offiziellen Kanäle gehen und keinen Seed irgendwo eingeben. Ja, zum Schluss gucken wir auf den Markt. Das sieht immer noch sehr, sehr schön aus. 679 Milliarden Marktkapitalisierung. Bitcoin Dominance 65,6%. Sehr nice. Und in den Top 10, ja, Bitcoin ist leicht im Plus, ETH leicht im Minus. Bitcoin Cash sticht hervor mit über 6% Kursplus. Dann haben wir, ja, Cardano ist auch leicht im Minus, aber sonst nicht so viel Bewegung in den Top 10 Coins. Top-Gewinner zu gestern ist Vitae mit 35% Kursplus. Vitae immer wieder in den Top Coins, ist sehr volatil aktuell. Top-Verlierer hingegen, das ist NXM, sorry, Nexo mit über 7% Minus. Also durchwachsener Start in die Woche, aber Bitcoin steht wahnsinnig gut. Und ja, was glaubt ihr, was wird dieses Jahr noch passieren in den letzten Tagen? Werden wir noch weitere hoch sehen? Pendelt Bitcoin sich ein oder geht es nochmal runter? Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie dieses Jahr abschließen wird. Also Leute, das war von mir. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Ihr wisst Bescheid, wie immer. Mal Dude, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam.